Wir haben jetzt ja schon einiges darüber gehört, wie man eine Mangelernährung feststellen kann. Aber jetzt wäre es natürlich interessant auch zu wissen, welche präventiven bzw. therapeutischen Maßnahmen gibt es einfach, um eine Mangelernährung zu verhindern? Ja, das oberste Ziel der Ernährungstherapie ist es, so früh wie möglich damit zu starten. Je früher Ernährungstherapie gestartet wird, desto effektiver ist sie. Oberstes Ziel ist eine adäquate Nährstoffzufuhr. Das bedeutet eine ausreichende Zufuhr an Energie, an Protein, an Mikronährstoffen, aber auch an Flüssigkeit, um den Ernährungszustand zu stabilisieren oder im besten Fall zu verbessern. Welche Möglichkeiten zur Unterstützung der Nahrungszufuhr werden eigentlich empfohlen? Es gilt der Grundsatz oral vor enteral und parenteral. Das heißt so viel, dass wann immer es möglich ist, die orale Ernährung einer enteralen Ernährung und parenteralen Ernährung vorgezogen werden soll. Beginnen sollte man damit, die natürliche Nahrung so zu adaptieren, dass der Nährstoffbedarf gedeckt werden kann. Ein aktueller systematischer Literaturreview beispielsweise zeigt, dass das Anbieten von Snacks oder die Konsumation von Snacks bzw. auch das Anreichern von Nahrung signifikant die Energie- und Eiweißzufuhr erhöhen kann. Und welche Art von Snacks sollte man da nehmen? Ja, hier bietet sich jede Art von Milchprodukt sehr gut an. Puddings zum Beispiel oder auch Joghurt, Topfencremen. Diese haben den Vorteil, dass sie sowohl Energie als auch Eiweiß enthalten. Weitere Möglichkeiten wären kleine Brötchen, Sandwiches, auch Käse zum Beispiel in gewürfelter Form oder auch Obst zum Beispiel in Form von Mousse. Beim Obst haben wir jedoch das Problem, dass kaum Eiweiß enthalten ist. Daher wäre es empfehlenswert, dass man Obst mit einem Milchprodukt kombiniert. Auch das Anreichern von Speisen mit natürlichen Produkten kann sehr viel bewirken. Hierzu können gehaltvolle Lebensmittel verwendet werden, wie zum Beispiel Butter, Schlagsahne, aber auch Sauerrahm, Creme Fraiche, hochwertige Öle wie Rapsöl, Olivenöl, Leinöl oder Nussöle eignen sich recht gut oder auch fette Käsesorten, einfach zum Verfeinern und zum Anreichern von Gerichten. Der Vorteil an den natürlichen Produkten ist, dass sie meistens sehr kostengünstig sind und meistens ohnehin in der Küche verfügbar sind. Das heißt, man könnte zum Beispiel Cremesuppen mit etwas Schlagsahne anreichern oder bei Beilagen wie zum Beispiel Karotten etwas Öl dazugeben. Genau, oder auch Butter würde sich eignen. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, Speisen mit Energie und Eiweiß anzureichern, nämlich mit industriell hergestellten Produkten. In Apotheken werden solche Produkte verkauft, meist in Pulverform, die sich eben zur Anreicherung eignen. Kannst du mir zeigen, wie man diese Produkte verwendet? Ja, natürlich. Hier haben wir zum Beispiel Eiweißpulver. Eiweißpulver kann man sehr gut in Cremesuppen, in Soßen, aber auch in Milchprodukte einrühren. Wichtig ist zu wissen, dass Eiweißpulver nicht komplett geschmacksneutral ist und es ist auch meistens nicht koch- und backstabil. Ein Esslöffel Eiweißpulver hat meist 5 Gramm Eiweiß, je nachdem welcher Hersteller dieses Produkt entwickelt hat. Es eignet sich sehr, sehr gut, zuerst das Eiweißpulver in ein bisschen Wasser aufzulösen und erst dann in die Speisen einzurühren. Bisschen Wasser. Muss das eigentlich immer Wasser sein oder könnte das auch Fruchtsaft sein? Es kann auch eine andere Flüssigkeit sein, das ist nicht so wichtig. Dann nimmt man eben einen Esslöffel Eiweißpulver. Und die Konsistenz sollte die so sein, dass es gerade... Die Konsistenz ist eigentlich nicht so wichtig. Hauptsache, das Eiweißpulver ist gut aufgelöst. Das hier hat es sich schon sehr gut aufgelöst. Und nun kann man das ins Joghurt hineinmischen. Genau. So. Und wir hätten jetzt in diesem kleinen Schüssel Joghurt 5 Gramm Eiweiß mehr. Eine weitere Möglichkeit, Speisen und Getränken mit zusätzlicher Energie anzureichern, sind Kohlenhydrate.
Hier eignet sich zum Beispiel Maltodextrin sehr gut. Maltodextrin ist ein Kohlenhydratgemisch und es ist komplett geschmacksneutral. Es ist auch koch- und backstabil, das heißt, man könnte sogar damit Kuchen backen und es löst sich sehr gut in warmen und kalten Speisen auf. Ein Esslöffel Maltodextrin enthält um die 40 Kilokalorien, je nachdem, welches Produkt man verwendet. Auch hier eignet es sich wieder sehr gut, Maltodextrin vorher in ein bisschen Wasser aufzulösen. Ich habe hier schon einen Fingerbreit Wasser im Glas und gebe hier einen Esslöffel Maltodextrin dazu. Man könnte natürlich auch noch mehr dazugeben. So lange rühren, bis sich wirklich alles aufgelöst hat. So. Und dann einfach zu den gewünschten Speisen oder Getränken dazu mischen. Hier haben wir zum Beispiel einen Saft. Noch einmal umrühren. Und dieses Glas Saft hätte nun 40 Kilokalorien mehr. Wenn jetzt diese genannten Strategien nicht wirksam sind, was wäre denn dann eigentlich der nächste Schritt? Der nächste Schritt wäre dann, orale Trink- und Zusatznahrungen anzubieten, also orale Nahrungssupplemente. Aber dazu gibt es ein eigenes Video. Im nächsten Schritt könnte man dann auf enterale oder sogar parenterale Ernährung zurückgreifen. Du meinst künstliche Ernährung? Ja, genau. Bei der enteralen Ernährung ist es so, dass die Nährlösung mittels Sonde verabreicht wird, zum Beispiel über eine Nasogastralsonde oder eine perkutane Sonde. Mit der parenteralen Ernährung haben wir die Möglichkeit, Energie und Nährstoffe zuzuführen unter Umgehung des Magen-Darm-Trakts. Studien zeigen, dass eine parenterale Ernährung vorübergehend sinnvoll sein kann, um den Energie- und Nährstoffbedarf zu decken. Es sollte jedoch immer nur vorübergehend eingesetzt werden und so bald wie möglich wieder auf eine enterale bzw. orale Ernährung zurückgegangen werden. Man kann auch alle drei Ernährungsformen, orale Ernährung, enterale Ernährung, parenterale Ernährung, kombinieren. Gibt es eigentlich Komplikationen, wenn man jetzt eine künstliche Ernährung verwendet? Hier ist die Studienlage nicht ganz eindeutig. Auf jeden Fall zu erwähnen ist, dass die enterale Ernährung physiologischer ist als die parenterale Ernährung. Wir können mit enteraler Ernährung eine Zottenatrophie verhindern, das ist ein Rückgang der Darmzotten, eine Rückbildung der Darmzotten. Und enterale Ernährung hat auch den Vorteil, dass es die Peristaltik im Magen-Darm-Trakt anregt und dass gastrointestinale Hormone ausgeschüttet werden. Aber nähere Informationen zur künstlichen Ernährung finden Sie in einem eigenen Video. Wie sieht das eigentlich mit den Kosten für diese unterschiedlichen Ernährungsformen aus? Hier ist es so, dass Trink- und Zusatznahrungen, also orale Nahrungssupplemente, am kostengünstigsten sind, gefolgt von der enteralen Ernährung und die parenterale Ernährung ist die kostenintensivste Ernährungsform. Neben den direkten Kosten für die Nährlösungen selbst ist es so, dass eine frühzeitig gestartete Ernährungstherapie Kosten einsparen kann. Dies kann unter anderem passieren durch eine verkürzte Liegedauer in Krankenhäusern, aber auch durch eine verringerte Anzahl an Komplikationen. Welche Strategien neben der künstlichen Ernährung kann man noch anwenden? Ja, eine weitere Möglichkeit wäre es, die Konsistenz der Speisen und Getränke zu verändern. Aufgrund von verschiedenen Begleitsymptomen der Mangelernährung ist dies häufig eine gute Möglichkeit. Das ist ja eigentlich wunderbar für Personen mit Schluckproblemen. Ja, genau. Bei Personen mit Schluckproblemen ist die große Gefahr die Aspiration und die daraus folgende Aspirationspneumonie. Durch die Konsistenzadaptierung von Speisen und Getränken kann diese entgegengewirkt werden. Bei pürierten Speisen ist häufig die Optik ein Problem. Daher ist es ganz wichtig, dass man verschiedene Farben auf den Teller bringt und die Speisen einfach optisch ansprechend anrichtet. Flüssigkeiten machen die größten Probleme, wenn jemand eine Schluckstörung hat. Hier besteht die größte Gefahr einer Aspiration. Daher ist es empfehlenswert, dass man auch die Flüssigkeiten eindickt. Wichtig hierbei ist, dass eine Fachperson, zum Beispiel in Österreich eine Logopädin, den Eindickungsgrad bestimmt. Grundsätzlich gibt es sowohl bei Speisen als auch bei Flüssigkeiten unterschiedliche Konsistenzstufen.
Die IDDSI hat 5 Konsistenzstufen für Speisen definiert und 5 Konsistenzstufen für Flüssigkeiten. Können wir das mit den Einticken mal ausprobieren? Ja, natürlich. Hierzu gibt es wieder industriell hergestellte Eindickungsmittel und ich habe hier zum Beispiel einen Kaffee mitgebracht und einen Saft, den wir eindicken könnten. Man gibt einfach das Eindickungspulver in die Flüssigkeit direkt hinein, je nachdem, welche Konsistenz erreicht werden soll, braucht man schon einiges an Pulver. Und gut umrühren, damit es sich gut auflöst. Wichtig ist, dass auch wenn industriell hergestellte Eindickungsmittel schon sehr, sehr gut funktionieren, hier sieht man, dass wir zum Beispiel eine honigartige Konsistenz erreicht haben bei unserem Kaffee, zu beachten ist, sind eben doch einige Punkte. Zum Beispiel Produkte mit sehr säurehältigen Inhaltsstoffen, wie zum Beispiel Beerensäfte, die dicken schneller ein. Auch je kälter das Ausgangsprodukt, desto schneller ist die maximale Eindickung erreicht. Dann ist es auch so, dass Milchprodukte mehr Eindickungspulver brauchen, wie zum Beispiel Säfte. Und kohlensäurehältige Getränke sind überhaupt schwierig einzudicken, weil die Kohlensäure meist verloren geht und da natürlich dann geschmackliche Einbußen vorhanden sind. Was auch noch ganz wichtig ist, ist, dass diese Eindickung, also dieser Kaffee hier zum Beispiel, würde im Magen wieder zu 100% verflüssigt werden und zählt daher zu 100% in die Flüssigkeitsbilanz. Das kann man eigentlich bis zum Breiartigen eindicken. Genau so ist es. Und die maximale Eindickungskraft erfolgt erst nach ein paar Minuten, das heißt immer zuerst noch ein bisschen abwarten, bevor man dann wirklich die endgültige Konsistenz erreicht hat. Das funktioniert super, oder? Ja, eine tolle Möglichkeit. Zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich denke mal wirklich eine gute Möglichkeit, um eine Aspirationspneumonie zu verhindern. Genau.